Leidenschaft, Kampf und Familie beim Auftakt der Young Generation Trophy des TC 1899 Blau-Weiß Berlin. Am Donnerstag startet das viertägige Turnier mit über 200 TeilnehmerInnen in den Altersklassen U9 bis U18, die auf 16 Sandplätzen an den Start gehen. Wir haben auch viele Externe mittlerweile, die auch aus anderen Verbänden hier zu uns kommen. Und dass sich das national schon rumgesprochen hat, dass wir ein schönes Turnier auf einer großen Anlage anbieten können. Auch der 12-jährige Leopold Reinhardt ist extra aus Niedersachsen angereist, um Teil der Young Gen Trophy zu sein. Ich war auch schon vor 2 Jahren hier und das war ein super Turnier, gute Organisation und war alles sehr cool. Für ein gutes Turnier hat Reinhardt die ersten Steine bereits gelegt. In seinem Match gegen Jan Böckermann kann er sich beweisen und dominiert beide Sätze. Ein intensives Match wird sich auch bei den Damen der U12 geliefert, als Maja Zwiesecz und Nicole Sokolska aufeinandertreffen. Zunächst jagen beide den Punkt nach, bis Zwiesecz in den Rückstand fällt und den ersten Satz an Sokolska abgeben muss. Ihre Gegnerin, die 2 Jahre älter ist, behält auch im zweiten Satz die Oberhand und entscheidet das Match für sich. Für Maja Zwiesecz geht es bei diesem Turnier jedoch um mehr als nur Gewinnen. Wenn man nach dem Training kommt und dann so ein gutes Gefühl hat oder nach dem Spiel das dann auch auszahlt, das ist dann ein tolles Gefühl, finde ich, und das macht mich glücklich. Immerhin spielt auf dem Nebenplatz ihr Bruder Lazar Zwiesecz in der Altersklasse U16 gegen den Potsdamer Tim Grote. Nach einer rasanten Punktejagd führt Grote im ersten Satz, doch Zwiesecz ist gerade erst warm geworden, dominiert den zweiten Satz und schafft es in den Match-Tiebreak. Seine kleine Schwester kommt, um ihn zu motivieren. Als dann sie auf die Bank kam und meinte, was ich machen soll, weiß ich halt selber. Aber als sie dann kam, fand ich es halt süß und dann war wie so eine extra Motivation. Und diese extra Motivation kriegt sein Gegner zu spüren, als Zwiesecz im Match-Tiebreak ganz klar übertrumpft. Ein erfolgreicher Auftakt in das Turnier, doch die Young Generation Trophy findet noch bis Sonntag auf dem Vereinsgelände des TC 1899 Blau-Weiß statt. Und wer vorbeischauen will, kann sich auf ganz viel Leidenschaft, Kampf und die ein oder andere Tennisfamilie gefasst machen.